nochmal einen Preis. Los geht's. Kann man machen. Los geht's. Nova genau, schießt. Los. Sarah? Ja. Ja, ist natürlich schwierig jetzt für die Observer hier auch, dass sie nicht in die Karten der Kamera gehen. Ja. Aber auch Tina hat eine schnelle Brille auf. Ja. Das ist tatsächlich auch eine von Athletes Eye, die sie hoffentlich gleich wieder gibt. Ich glaube, sie hofft ein bisschen drauf, dass wir es vergessen haben. Ich habe es natürlich im Blick. Boah. Ja. So. Geht direkt gut los hier, ne? Ich hab kurz. Laura direkt mit ihrem Signature Reverse gestartet. Ja. Guter Receive, aber dann. Ah, es war tatsächlich schon das 2-0, ne? Es war schon das 2-0, muss man sagen. Der erste ist, war schon ruhig. Haben wir gar nicht, bei der ganzen Sonnenbrillen-Thematik gar nicht gemerkt, dass es schon 1-0 steht. Jetzt 2-0. Komm. Das ist. Weiter, weiter. Nochmal, was machen die jetzt schon? Super, vielversprechend, richtig geile Touches. Nicht klatschen ins Mikro, aber ja, alles gut. Aber genau das, was wir, das ist krass, aber ja, genau, leise klatschen. Genau. Aber Wahnsinnsballwechsel schon. Ich wollte anfangen damit, dass Nora einen geistkranken Receive gegen Laura auch schon hatte. Ja. Leider können sie sich am Ende nicht belohnen dafür. Aber ja, das ist genau das Matchup, das wir uns erhofft haben. Viele Hin- und Herwechsel schon. Und für Triple X sind gerade 114.000 Coins drin gegen 4.000. Du hast, wie viel hast du reingeschmissen? Ich habe 100 reingeschmissen. Da spricht sich eine gute Rendite. 100? Ja, gut, da würdest du 5.000 für rausbekommen, wenn es gut läuft. Ja. Geiler Hit. Ja. Lass mal klatschen, muss ich den abkürzen. Es ist schön, dass deine Begeisterung so da ist, dass du hier schön ins Mikro klatscht, aber jetzt für die Zuschauer ein bisschen unangenehm. Deswegen. War nur noch einmal, deswegen. Okay. Schaff das noch bis zum Ende des Tages. Wenn du so weiter durchziehst, ist super. 1-3. 1-3. So, einen Punkt habt ihr noch Zeit, um eure Coins auf Matteo Nora zu schmeißen, um euch die Quote zu sichern. Ah. Boah, ja. Ja, super. Leck. Ja, da machst du auch nicht viel. Matti verteidigt da mehr oder weniger als alleine, weil Nora nicht so richtig rumrutscht. Aber auch immer mit einer Leichtigkeit aus bei Laura. Reverse, den haben wir. Oh, sehr schön. Ohne Klatschen, by the way. Ey, mega, wie du jetzt gerade nicht geklatscht hast, war fast besser als der Abschluss. Eigentlich nicht, aber ich musste hier ein bisschen. Aber auch Paul mit dem Reverse gestartet. Ich frage mich jetzt auch, ob jetzt Paul und Matti die jetzt verstärkt einsetzen, ja, weil sie den ja zusammen gelernt haben und dann gestern Turnier gewonnen, deswegen. Schade. Nora ist da, ne? Das ist, glaube ich, schon wichtig jetzt auch für die beiden. Dass die auch merken, sie können in der Theorie Paul und Laura verteidigen. Also sie haben die Touches. Weil ich glaube, wenn du jetzt die ganze Zeit gar keinen Touch hast, dann ist es wirklich deprimierend. Und du musst hoffen, dass Laura nicht trifft. Man möchte ja nicht auf die Fehler der anderen hoffen, sondern ja, das schön. Gute von sich selbst. Ja, schöner wäre auch, wenn man selber in die Situation kommt, dass man Laura entspannt received. Aber da habe ich noch nicht so viele Leute kennengelernt. Da muss man dann auch realistisch bleiben in dem Moment, glaube ich. Der ist hoch. Siehste, Doppelfehler, nimmst du mit. Und Matti. So, Matti kommt jetzt selber in die Situation, wo er vielleicht mal was zünden kann. 3-5. Kurz. Ja, kurz war da. Kurz gegen Laura? 3-5. Schwierig. Ja, Menu schreibt, zünd den Knaller. Ja, so nicht halt, ne? Also ich glaube, da müssen sie sich noch reinfuchsen, wie sie das am besten hinbekommen. 6-3. Ist leer. Der Lefties, Matthias Lefty Reverse aus Amerika gesehen. Ich habe das Highlight-Video nicht gesehen, aber ich hörte, das war ganz gut. Komm! Ich, du! Noch. Paul wird beim Paulen, Paul wird beim Paul noch gehindert. Beim Paulen. Aber es war ein klassischer Paul. Es war ein klassischer Paul One-Leg-Set. Pass auf jetzt. Er ist in Touch. Und dann wird er dabei noch gehindert, aber macht nichts und zündet ihn trotzdem. Und hat in der Bewegung trotzdem noch die Zeit, auf sein Einbein zu gehen. Ja, ja, klar. Ja, das hat der so in sich drin, das kriegt er auch nicht mehr raus, glaube ich. Ich glaube, wenn du ihn fragen würdest, sag mal wirklich, versuch mal zweibeinig zu setten. 9 von 10 macht, das schafft er doch nicht. Ja! Starkes Set auch, ey. Ja, Matti und Nora müssen, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen Konfidenz gewinnen.
meine, dass die Angabe sah auch nicht ganz sauber aus. Dann nehmen sie, glaube ich, mit, was sie kriegen. Ja, ich glaube, ja, natürlich. Also ich glaube, bei beiden, sowohl bei Paul als auch Laura, nimmst du halt notfalls auch einen, der gegen Rim geht oder deine Pocket ist. Oder potenziell zu hoch, wenn du ihn halt gut annehmen kannst, ne, klar. Ah, hast du wenig Verteidigungschance, ne? Sieht Nora, die da schon sehr früh steht und zieht ihn weg. Ja, kann sie halt auch, ne? Dann noch mal mehr das Handgelenk abklappen, noch mal mehr den Pull. Schade. Hat Laura eigentlich eine linke? Jemand im Chat schon mal gesehen? Ich habe noch keine linke gesehen. Oh, yeah. Das sieht man nochmal wilder Block hier. Schöner Hit. 1-2. Wäre ein klassischer Parkschlag gewesen von, ja, von einfach die Schnelligkeit da so schnell und gut zu reagieren. Herrlich. 5-8. Chat schreibt schon mal linke gesehen, ja. Ich noch nicht. Oh. Zwar aus wie ein Cut, ist aber ein Jam. Ja, du. Ja, komm mal, hier. Stark! Extrem stark. Ah, da kannst du reinschlagen. Ja, nochmal geiler Block von Matti. Perfekt ausgeführt. Dann Absprachen-Thematik und dann aber geil. Auch gut, dass sie den nicht komplett durchzieht, weil ich glaube, dann hätte Laura den gehabt. Alexa schreibt, sie hat schon mal die Linke des Häufigeren kennengelernt. Wurde schon häufiger No-Touch von der Linken begrüßt. Sehr schönes Wording auch an der Stelle. 6-8. 6-8 schon mal Break zurück. Cool, ist auch wichtig. Weil was du jetzt halt nicht haben willst, ist das, was ja sonst normalerweise gegen Paul und Laura passieren könnte, dass du so 5-6 hinterher hängst und der Satz quasi schon durch ist. Das heißt, die versuchen irgendwie jetzt so nah wie möglich noch dran zu bleiben. Was sie schaffen bisher. Auch in dieser Situation feststellen muss, Paul und Laura bringen ihre Serves gerade nicht so wie gewohnt durch. Und in dem Moment... Ja, leichter Reverse sah ein bisschen hoch aus. Sarah ist in dem Moment das Kiel diejenige, die es callen muss. Ich finde ihn auch okay. Ich glaube, er geht hinter der Schulter erst auf die Höhe. Vorher auf der Handhöhe war es okay. Komm! Hat er gesagt, Paul hat gesagt, er ist zu nah dran. Zu nah dran oder zu langsam? Oh ja, das stimmt, könnte auch sein. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber zu langsam könnte ich mir bei ihm eigentlich nicht vorstellen. War er schon mal in seinem Leben jemals zu langsam für uns? Don't know. Philipp gestikuliert wild und sagt zu nah dran. Zu nah dran. Ja. Das ist auch so ein. Den macht er wirklich. Und dann nochmal diesen am Ende nochmal weg. Ne? Also wirklich, jetzt sieht es aus wie ein Open und dann geht Matti da rum und dann wird er nochmal so rumgebowlt quasi. Eines Handgelenk. Einfach eins. Bums. Ja, Nora ist so ein bisschen. Kennst du das, wenn jemand Ass kassiert und dann so aus Prinzip erstmal rausguckt, ob der vielleicht hoch war? Sie ist ein bisschen so, ja, was soll ich machen? Und hofft dann so ein bisschen auf Hilfe von außen. Und ich glaube, so geht es sehr vielen Leuten, die gegen Laura spielen und dagegenüber stehen. Das ist ein sehr nachvollziehbares Gefühl. War aber, fand ich, sehr eindeutig, dass der klingt. Ja, naja, aber du willst ja in dem Moment auch, dass er hoch ist, vielleicht, weil du dann. was war das? Hättest du gar nichts sagen müssen. Hit on two? Achso, ja, jetzt irgendeiner hat jetzt gecallt. Ja. Abgehakt. Nächster. Ja, Replays. Alles gut. 8-12. Also sie bleiben ein bisschen dran, aber auch irgendwie nicht so richtig, ne? Jetzt gab's halt mal beide gerade gut getroffen. Ace ist durchgetischt. Aber Matti kann das auch, wenn er trifft. Will. Ja, das ist ein bisschen das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass Matti und Nora sich ihre Breaks ein bisschen mehr erkämpfen müssen. Halt wirklich durch Defensive und nicht unbedingt durch die Angaben und ja, sehr konkreter Call, dass er vorher high war, damit runtergefallen ist. Matti und Nora müssen sich ihre Breaks erkämpfen, wohin gegen Paul und Laura die Gefühl ein bisschen entspannter holen. Ja. Ja, dann ist es defensiv einfach zu gut, ne?
Da sind wir jetzt schon wieder in so einer Situation, wo wir jetzt natürlich als Kommentatoren irgendwie Spannung reinreden müssten. Aber es ist halt 14:08. Und irgendwie ist jetzt nicht gerade so das Gefühl, dass da noch was, also dass da jetzt im ersten Satz zumindest gerade Spannung aufkommt, oder? Es ist halt gerade wirklich so, dass die beiden viel Pressure draufbringen. Wodurch natürlich Matti und Nora auch mehr Druck auf ihren eigenen Angaben wahrscheinlich verspüren. Auch gerade viele Doppelfehler machen. Auf geht's. Und defensiv beide aber bockstark. Ja, was geile Angabe. Aber es reicht halt trotzdem nicht. Und das würde mich jetzt persönlich auch fuchsen, wenn du sagst, okay, du hast ja schon wirklich deinen besten Surf oder machst einmal 95% Druck von dem, was du kannst und trotzdem kommt das Sideout so entspannt. Das würde mich persönlich sehr nerven. Step through. Laura ist da, dann bounced er gegen. Bounced er nochmal gegen Nora gegen? Ja. Er bounced erst gegen Laura und dann von Laura an Nora. Und Paul wäre aber eventuell da gewesen. Dementsprechend gibt es da ein Redo. Ja. Alexa fragt, Paul, Laura baut eine neue Division. Ja, wie würde die aussehen, genau? Das ist dann ein Lefty-Reverse. Ein Individualwettbewerb wäre das dann. So viel zur Frage nach der linken. Der, oh, der ja. Lefty-Reverse versucht. Genau, wenn dann die linke kommt, dann natürlich auch, ist Reverse auch Minimum, ne? So, klar. So einen normalen Cut mit links, sehr langweilig. Ich finde es aber auch immer wieder herrlich, wenn der Reverse einfach der sichere zweite ist. Das sah schon einiges aus. Wir haben auch hier ein bisschen JPs Hinterteil, auch sehr schön an der Stelle. Der hat noch nicht mitbekommen, dass die Kamera da auf dem Boden ist, aber die sieht man noch nicht so gut. Ich will jetzt auch zugute halten. 10, 15, ja. Aber Spannung. Schade. War das auch ein Lefty Reverse? Sah ein bisschen so aus. Ich könnte mir vorstellen, dass als Paul und Matti den Reverse zusammen gelernt haben, dass sie natürlich direkt auch beidhändig, ne? Gibt ja auch ein paar interessante Studien darüber, dass wenn du mit links etwas trainierst, dass du dann entsprechend auch mit rechts besser wirst, weil deine Genhälften sind ja zwei unterschiedliche Genhälften, dass dann eben beide die Bewegung lernen, beide Hände und dementsprechend auch beim Training mit links quasi die rechte Hand davon profitiert. Starker Sprung von Matti, schönes Finish. Ja, da müssen die beiden sich jetzt vielleicht auch an solchen Aktionen hochziehen und sagen, hey, wir kriegen es doch eigentlich ganz gut hin. Venu schreibt ja eine Genhälfte. Doubt it. Dann würdest du nicht in der Lage sein, das zu schreiben. Aber ja, Menu ist wieder am Start. Auch wichtig, dass man Menu im Chat hatte. Kurz. Guter Try. Weiß auch nicht, ob Laura da gewesen wäre. Ja, Laura steht locker noch einen halben Meter hinter der Service Line. Deswegen ist schon wieder so ein komischer Move. Bei dem ich auch potenziell denke, also wer jetzt, wenn man gleich sieht, wie sie sich auch um sich selber dreht, auch so mal so ein bisschen Kreuzbandrissgefahr sehe. So da, weil sie da mit dem Fuß wirklich auf den Hitze und dann sich nochmal um sich selber dreht. Und wenn da der Fuß mal im Rasen hängen bleibt, dann hast du da mal eine ganz fiese Verletzung, aber. Auch da perfektes Zeichen, wieder einfach nur Handgelenk umgeknickt und hinter sich gespielt. Was ist ernst? Das hat sie nicht wirklich gemacht. Oh! Oh, Jesus. Und Matti sagt auch so, was ist los? Sie macht einfach wirklich Parkschlag, Hit on One off. Oh nein. Oh nein. Es wäre cool gewesen, wenn es geklappt hätte, sag ich euch, wie es ist. Aber. Ja, gut. Vielleicht auch etwas Verzweiflung. Hätte sie natürlich auch callen, wenn der daneben gegangen wäre. Ja, stimmt. Das ist eine interessante Regel, die wenigsten kennen, dass du tatsächlich, wenn du ihn verkackst, noch callen kannst. Schönen Hit. Side out. Weiter geht's. Ja, es ist aber auch bei 17-11 dann vielleicht auch irgendwann so ein bisschen Galgenhumor, dass du sagst, komm, scheiß drauf, erster Satz ist jetzt durch, wir konzentrieren uns auf den zweiten und ob du jetzt den zu 12 oder zu 13 verlierst, auch egal, oder? Also keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen die Idee dahinter. Nora vielleicht auch schon einfach ein bisschen geprägt und der kurze, geiles Ding. Ja, aber Matti, glaube ich, Matti war mit dem Hit-on-One nicht zufrieden, weil der ist so ein Typ, der klar, sagt er vielleicht noch, dass er erster Zweck ist, aber der will die nicht zu hoch verlieren. Deswegen jetzt auch noch einen kurzen, nochmal Körpersprache da, nochmal ein Reverse hinterher. Der hat Bock nochmal jetzt hier ranzukommen. Ja! Komm! Schreit auch nochmal eine Runde rum. Ja, aber Matti hatten wir ja vorhin gesehen, bisher auch nur ein Unentschieden gegen Laura. Danke. Und Nora schon ein paar mehr Niederlagen.
Das prägt einen vielleicht auch ein bisschen. Das prägt vielleicht, das stimmt. Frage von Sprungwurf TV, wo die Teams her sind. Das Team Matti und Nora spielen in Kölner Trikots, weil Matti links aus Köln ist. Nora ist eigentlich aus Kassel, spielt aber im Trikot von Paul wiederum, der gerade am Surf ist, der auch aus Köln ist. Und gerade mal ein geistkrankes aushaut. Der ist sexy. Den können wir jetzt mal richtig gönnen. Geiler Winkel auch. Zack. Boah. Und wenn Matti Rolf No-Touch geaced wird, weißt du, dass das Surf ganz okay war. Du warst noch bei der Vorstellung. Nora aus Kassel, Matti Köln. Paul auch Köln und Laura aus Basel. Aus der Schweiz. Und die Trikots sind die alten Fußballtrikots von Paul Sima vom TuS Königsdorf. Grüße gehen raus nach Königsdorf in Köln. Und mit Aufkleber der Parrots Düsseldorf, wie ich gerade höre. Und das war der erste Satz. Aber auch hier, der Paul hat den Touch, bringt das Ding so gut zurück. Und Laura zieht einfach durch. Ja, das war jetzt schon sehr deutlich. 21-13 der erste. Vielleicht auch deutlicher als erwartet. Also ich meine, dass Paul und Laura den holen, den ersten Satz, okay, kann man callen, aber dass es dann wirklich 1-13 ist, fand ich jetzt ein bisschen deutlich. Sie haben gut gestartet, viele Touches gehabt, aber ich fand am Ende wurden es auch wieder weniger. Ja, gut, dann ist aber auch die Frage, ob dann vielleicht noch so ein bisschen die, ich will nicht sagen Handbremse reingepackt wird, aber auch so ein bisschen Gang runtergeschaltet wird, um dann noch eine zweite Metapher in die Richtung reinzubringen. Weil ich bei Paul und Laura schon noch das Gefühl habe, sie könnten dann im Zweifelsfall schon nochmal aufs Gaspedal drücken, wenn jetzt Matti und Nora näher gekommen wären, aber sie brauchen es halt nicht. Deswegen sieht das dann vielleicht auch ein bisschen so aus, wie es aussieht, aber don't know. Ja, was müssen Matti und Nora besser machen? Das ist also eine sehr komische Frage, aber wäre so ein bisschen die Idee jetzt. Vielleicht im Chat auch Leute, die was gesehen haben, was wir vielleicht nicht sehen, aber was sagst du? Ich weiß nicht, wie viele, aber sie haben schon deutlich noch ein paar Asse kassiert. Wahrscheinlich schon fünf. 5 von 8 Punkten Unterschied. Dann noch 3 Touches. Also ich glaube wirklich, Angaben, wenn die Angaben kriegen, das macht auch was mit einem, wenn man dann weiß, dass man in einem Spiel sicher ist. Die Bälle dann vielleicht auch mal einen Touch nochmal hat, die Sicherheit kommt. Also mein Guess wäre Angaben. Ja. Dr. Beff schreibt, bis 6-8 waren sie dran. Also du hast schon am Anfang das Gefühl, okay, so deutlich wird es jetzt nicht. Und dann ist aber so ein bisschen dieses Momentum geswitcht. Toni schreibt, die Abschlüsse totkriegen. Ja, auf jeden Fall, auch so ein Thema. Alexa sagt, der Kopf. Also als Nora, ich weiß nicht, wann sie drauf geballert hat, 11, 17. Ja, gut, das war, aber da war schon vorher. Also ich glaube, das Problem ist halt, wenn du gegen die beiden halt 1-2 hinterherläufst, ist es was anderes, als wenn du 5-6 hinterherläufst. Und das ist tatsächlich dann das Thema, ne? wie Alex sagt, zu früh aufgegeben. Das heißt, schon ab einem Abstand von 4-5 war bei Nora so das Gefühl, ach scheiße. Weglaufen. Ja, genau. Also dieses Weglaufen verhindern und dann aber auch okay damit sein, wenn sie dann mal 3-4 weg sind und nicht zu früh sagen, ja, das schaffen wir ja nicht mehr. So, das ist vielleicht auch ein Thema, aber das sagen wir hier, ich habe, glaube ich, gegen Paulchen spiele ich manchmal, oder in Köln ein bisschen Pickups gespielt, im Turnier noch nie gespielt, gegen Laura sowieso nicht. Wenn du gegen die beiden spielst, das ist ja auch einfach so ein bisschen, die haben ja auch einfach sich einen Status erarbeitet, dass du natürlich Respekt hast, wenn du da gegenüberstehst. Fürchte ich. Mach ich noch ein bisschen näher ran. Danke dir. So, das ist schön. Super schwierig, also, oh no. Wolfsack für den zweiten Satz läuft 91.000. Ja, Leute, ich glaube, ihr kriegt da kein Cashout. Also, wer auch immer da 37.000 reingeschmissen hat, don't know. Ist jetzt die Frage: kriegen sie dich nochmal aufgerappelt? Kriegt Matti Nora nochmal aufgepusht? Ja, müssen wir mal schauen. Sassi fragt, ob niemand mehr zuguckt. Doch, aber auf der Kamera sieht man es nicht so viel. Und Yannick Neu hat gerade 111.111 und Paul mit dem Burstcard. Yannick hat gerade 111.111 Coins gewettet, um VIP zu werden. Hat jetzt eingelöst und wird natürlich dann auch VIP. Man kann die Coins auch für was nutzen. Weil die Leute fragen, was soll das denn? Ist das imaginäre Währung? Nee, kann man nutzen. 1-0 für Triple X. Was bringt VIP? Ja, alles. Alles und nichts. Aber auf Sassis Frage, ja, ein paar Leute gucken zu, sehen wir gerade. Aber auf den Sonntagabend leider immer etwas dünner. Ja, Kiel ist halt leider auch jetzt nicht geografisch die Stadt, wo die meisten Leute einen kurzen Rückweg haben. Dementsprechend, ja. Nora war dran, ärgert sich. 2-0, by the way. Genau.
111. Ja. Set von oben von Loro, auch spannend, aber fand ich jetzt okay, damit es gut gesettet und auch weggeschallert. Weggeschallert auch, finde ich auch ein sehr gutes Wording. Vielleicht, vielleicht könnte das eine Taktik sein, die Bälle einfach öfter mal wegzuschießen. Muss halt gegen Paul vorsichtig sein, weil der ist halt schon schnell auch, ne? Paul läuft gerne und viel. Kann ehrlicherweise nicht abschätzen, ob Laura auch Dauer rennt. Ja, weniger würde ich vermuten, dass da in der Konstellation eher Paul ist, der läuft. Wobei das in jeder Konstellation eher der wäre, der laufen würde wahrscheinlich. 3-1 jetzt aber. Ja. Wäre ein Versuch wert, statt jetzt irgendwie anzuschießen oder irgendwie auf den Winkel zu gehen, tatsächlich den Buben mal zu holen. Dazu müssten die Sets aber halt auch kommen, ne? Du gehst durch. Natürlich auch ärgert man sich, wenn man den Ball kriegt, aber ihn dann leider nicht aufs Netz kriegen kann. Ja, Vorhersage ist jetzt auch durch, 167.000 für Triple X drin und 10.000 für Mati und Nora. Wer auch immer 10.000 auf Mati und Nora gesetzt hat, das würde einen richtigen Cashout geben, wenn das der zweite Satz für die beiden ist. Es sieht gerade noch nicht danach aus, aber kann ja noch werden. Geil. Fair von Laura. Ja, weil Matti hat gedacht, dass Laura ihn gecallt hätte und Matti war so safe nicht. Also Mattis Gesicht gesehen, so hä? Und dann hat sie selber erst gesagt, ich selber. Okay, ja, dann geht's natürlich auf. 3-4. Ja, Nora muss jetzt im Kopf da bleiben, schreibt Alexa, vollkommen richtig. Ich glaube, das ist jetzt auch mal wichtig, dass sie mal jetzt einen Reverse-Cut bringen, aber der war in der Pocket. Oder mal ein Defensive-Break oder so. Jetzt mal eine geile Aktion, dass sie sich ein bisschen pushen. Eine Angabe durchzubringen wäre natürlich auch eine gute Chance für Matti, Nora noch etwas aufzubauen. Ja, ja, klar. Also, ja, irgendwie den Schwung wird's irgendwie reinbekommen. Nora schießt Paul die Cap vom Kopf, glaube ich. Bumm. Ah, er hat sich selber vom Kopf. Ja. Nora macht aber auch gerade viele Step-Throughs. Einfach gerade raus. Oh, lauf, Nora! Ärgert sich über sich selbst, nicht losgelaufen zu sein. Ja, gut, aber ich meine, klar, den sieht man relativ früh auch von außen, aber bis du dann halt da bist, also selbst wenn sie eine Sekunde früher losgelaufen wäre, weiß ich jetzt nicht, ob sie ihn bekommen hätte, aber ich verstehe, dass sie sich darüber ärgert, nicht eine Sekunde früher losgelaufen zu sein. Ja, und mal komm, Matti gibt jetzt noch ein bisschen positiv, ne, hier. 4-5. Achso, ja, war nur Hitze, ne? Andi Nien, gerade Kommentator, jetzt im Scoreboard aktiv. Wir hatten es aber auch falsch, zum Teil. Guck mal, schon sind wir 4-5. Ein Break für den Ausgleich. Der Laura hat nur Hitze und an sich selbst gecallt. Sana! Wie fair kann man denn sein, ey? Gut, aus der Schweiz kommt. Ball war Quatsch. Parallelspiel um Platz 3. Läuft noch, wa? Wen haben wir denn da? Wir haben Eileen mit Kasper. Kasper aus Essen. Vater, neben seinen Eltern. Und gegen Johannes aus Berlin und Jessica aus Regensburg. Ja. Das läuft im Hintergrund noch. So, 6-4, aber sie sind dran. Also gut, waren sie im ersten Satz bei 8-6 auch. Also dran, halt nur mit einem Break hinten. Müssen jetzt an die beiden glauben. Ich glaube an die beiden, natürlich. By the way, ihr habt übrigens noch 20 Minuten Zeit, um euch eine schnelle Brille zu sichern von Athletes Eyewear. Ausrufezeichen Giveaway. Müssen wir auch nochmal erwähnen. Ja, so. Aktuell haben wir gute Gewinnchance. Es gibt 34 Trinkgelder sind im Topf. Das heißt, Gewinnchance 1 zu 34. Das ist eine relativ gute Gewinnquote für 5 Euro auf eine Brille, die sonst 180 kostet. Finde ich, mathematisch betrachtet, kommt das hin. Ziemlich genau ein. Ja, ist geil. Wie viele Zuschauer haben wir gerade? 160. Und wir haben das Abo-Ziel noch nicht erreicht, by the way. Wir sind bei 98. Kannst du das gleich nochmal kurz einblenden? Das ist auch noch wichtig. 7-5. Nice. Schönes Film von Matti. Alexa sagt, der Satz geht 21-18 aus. Das ist ganz schön konkret. Das will ich noch geht, das ist relativ früh auch. Stimmt. Guck mal, Sven Jurita direkt hat Bock auf eine schnelle Brille. Sehr gut, 5 Euro reingeschmissen.
kaufen da vorne ja auch neues Equipment, deswegen ist es eine Win-Win-Win-Situation. Ja, Internet haben wir schon neu von der Telekom. Haben wir bis jetzt gemerkt, wir haben in beiden Tagen 0 Frames ausgelassen. 0. Überragend. Neue Kamera ist jetzt auch noch im Gespräch. In Hamburg gibt es neues Ton-Equipment mit neuen Headsets. Also wir schmeißen da Geld rein, aber wir brauchen natürlich auch ein bisschen was wieder. Und Proton von Nora, Blick von Laura. Und ich sag jetzt Reverts. Reverts. Dr. Beth schreibt, kein Mathe im Stream. Ja, ich hab's versucht. Aber 5 mal 36 wären ja 180. Nee. Ach ja, ich soll's nicht versuchen, hast du gesagt. Ich soll nicht. Nice. Schönes Finish. Sie sind schon solide in den Sideouts, ne? Boah, es steht 8-6, wie es gerade stand, aber jetzt steht es dann auch 7-8. Also von daher, sie sind besser dran als im ersten Satz schon mal und das muss doch jetzt Selbstbewusstsein geben. Matti aber bisher in diesem Satz auch viele Doppelfehler. Die sind unscharf. Ja, dann lass die vielleicht raus, oder? Ja, wir haben diese dritte Kamera, die ist eigentlich ganz schön, aber die ist irgendwie. Läuft die noch nicht so gut. Naja. Ja, komm! Schöner Touch. Ja, komm. Nochmal Touch. Doppeltouch. Parkschlag. Nora ist da. Könnte den Hintercall, macht sie aber nicht, weil sie will den Punkt. Und nochmal Touch. Ist das deren Ernst? Und. Ja, Wahnsinn. Und Nora sagt auch, was sollen wir noch machen, ey? Wilde Rallye. Toll gemacht, sagt Nora. Da waren ja wirklich mehrere Touches. Jetzt nur die zweite Hälfte, beziehungsweise letzte Abschluss. Da waren vorher schon drei Takes. Wird natürlich als Highlight dann auch irgendwann kommen. Also das war jetzt auch schon nicht. Matti richtet sich während des Ballwechsels auch noch die Cap, ne? Richtig. War da jetzt das Break zum 8-8? Das wäre geil gewesen. Das wäre mentally wichtig gewesen. Ja. Das macht jetzt auch wieder was mit dem Kopf. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, boah, da hättest du einen Ausgleich schießen können, machst du dann zweimal nicht. Schwierig. Aber schon sind sie wieder am Ball. 8-9. Ja. Geil, dass jetzt alle euer Ausrufezeichen Giveaway machen, weil die natürlich jetzt noch Bock haben auf die Brille. Da kommt jetzt auch schon die nächsten 15 Euro rein. Es läuft hier, Leute. Das ist doch genauso. Ja, auf den letzten Drücker nochmal ein bisschen was reinschmeißen. Kriegt man mit 15 Euro dann auch 3 Lose? Natürlich. Natürlich. Wir kriegen ja bei Stream Elements, kannst du dir so eine Liste ausgeben lassen mit allen Tipps und wir sehen, wann die auch gegeben wurden, also den Timestamp und können auch sehen, von wem und wie vielen. Das rechnen wir natürlich hoch und schmeißen dann die Person dreimal in diesen Zufallsgenerator. Genau, wird morgen auf Instagram bekannt gegeben. Schade. Marty hat den Touch, kriegt ihn aber leider nicht hoch. Kriegt man dann auch irgendwann quasi einen Los umsonst, wenn man 10 kauft? Das wäre ja, du bist im Turbokapitalismus angekommen, sehr gut. Könnten wir vielleicht uns nochmal überlegen, ob wir das, wenn wir das nochmal machen sollten als Aktion, ob wir das dann wirklich so machen. Aber wir wollen ja den Leuten jetzt auch nicht zu viel Geld aus den Taschen ziehen. Also, ne, gebt so viel wie ihr könnt, alles hilft, aber es ist halt so scheiße. Die eigene Entscheidung, schöner Sprung. Laura kriegt den Ball, aber leider nicht in Richtung Paul. Ja, aber sie sind immer noch dran. Also, es läuft immer noch. Wie sind wir beim Sub-Goal? 98 von 100. Also wir brauchen noch 2 Subs, dann haben wir die 100. Also so ein bisschen Ziele, die wir heute erreichen wollen. 19. Ja. Das, also, können wir nochmal das, das Set von Laura sieht so ein bisschen aus dem Stand einfach so einmal so einen hingewischt. Jetzt nochmal. So, zack. So, richtig. Der Gegenentwurf. Dirigierend. Ja, schon, aber irgendwie von der also gefühlt sah das nach 40% Körperspannung aus, aber trotzdem ist es Set on Point. Ja, Alexa schmeißt einen 10er rein, Maxi schmeißt einen 5er rein. Die Leute haben nochmal Bock, das ist doch toll. Und wir haben 99 Subs. Irgendwer hat, glaube ich, mit Prime abonniert, ohne es anzeigen zu lassen. Das heißt, einen Sub brauchen wir noch im Monat. Schöner Hit hinten weg, Paul springt rein, hat ihn aber nicht bekommen. Mal 10-11, ey, das ist, die haben wirklich diese, am Anfang war glaube ich 8-4, dann sind sie rankommen auf 8-6 und seitdem halten sie diesen Abstand konstant und das ist schon mal sehr gut. Und da ist doch, guck mal, da sind noch die 100, boom, 100 erreicht, irgendwer hat getroffen, zack. Dann nächstes Ziel 200, schaffen wir doch noch.
Power of Ghost 1. Grüße gehen raus. Danke. Es sieht bei Laura auch immer sehr leicht aus. Ja, und jetzt auch jetzt gerade, ich meine, Martin und Laura hängen nur einen Punkt hinterher, 12-10. Aber trotzdem habe ich ein bisschen das Gefühl, dass Paul und Laura noch ein bisschen könnten im Zweifelsfall. Also wenn es knapp werden würde, dass da immer noch ein bisschen was möglich ist. Zum Beispiel jetzt. Und, oh. Martin, voller Einsatz. Hat nicht gehört, dass Rün gecallt wurde. Sie stehen da schon. Und Martin, vielleicht hat Martin das auch gehört und wollte trotzdem. Ich glaube nicht, weil Matti gerade noch gesagt hat, so, ich laufe mir hier so weit und du callst. Ja. Aber ja, gut, fair enough, Doppelfehler. Ja. Oh, Matthias Bremecho-Pass hat die auch abonniert. 101. Du bist die Nummer 1 nach den ersten 100. Ja, ach, schade. Diesmal ist Nora früher losgelaufen. Das muss man ihr geben. Sie hat es gesehen und ist durchgelaufen und dann ist aber der Winkel einfach zu schwierig. Früher losgelaufen, aber wie selber sagt, nicht direkt durchgezogen. 3-1. Ja. Einen kürzeren Radius wählen sollen oder eine kürzere Flugbahn quasi. Stationsbahn. Hit on 2 wäre möglich. Ah, schade. Paul mit dem Reverse. Marti kriegt ihn. Nora liegt auf dem Boden. Ja. Ist auch, glaube ich, mal okay, sich mal kurz eine Verschnaufpause zu gönnen. Die haben aber noch gar keinen Timeout, diesen Satz, oder? Nein. Jetzt haben wir leider 3 Breaks vor. Den blockt er direkt drauf, ist aber drin. Ja, wird nochmal von der Observerin mit der schnellen Brille angezeigt, Tina. Paul sagt, er muss weiter wegstehen. Schnelle Brille, schnelle Calls. Ja. Aber es war gar nicht mal so deutlich, ehrlicherweise. Linker Fuß war drin, aber wenn er den so eine halbe Fußlänge nach hinten nimmt, ist gut. Meinst du, wenn er den Fuß rausnimmt, dann ist der Fuß draußen? Ja, den muss ich doch zumachen, das weiß ich doch. Nora ist auch selber mit sich selber beschäftigt, ne? Sie coacht sich selber, das finde ich sehr interessant. Da muss ich doch. Ja, aber der ist uns mal schwierig. Okay, komm. Die sind aber noch, sie nehmen es noch mit Spaß. Matti ist noch heiß. Ja, es ist nicht mehr so deutlich wie im ersten Satz. Ne? Sie haben jetzt schon fast die Punktzahl, die sie im ersten Satz hatten. Von daher, why not? Und wenn jetzt dann mal 1-2 durchgehen gleich vielleicht oder sie mal ein defensives Break holen. Oh, was? Nee, schön. Matti hat selber gefragt, ob er Rand war. Zeugt auch von Fair Play, wenn man selber nicht sicher ist, ob man getroffen hat, weil man würde ja normalerweise erwarten, wenn man sich nicht sicher ist, wartet man mal, ob die anderen was sagen. Aber er fragt einfach selber, ob er Rand, und die anderen sagen aber, nö, passt. 3-5. So. Kleine Strategieänderung. Jetzt bang. Das hatte ihr gesagt, jetzt bang. Kurz, komm mal. Ah, das, ja, aber vielleicht hat er das angekündigt. Das kann natürlich sein. Bang wäre aber auch geil. Jetzt Bang. Ja. Zweiter ist aber Bang. Zählt ist aber gut. Der ist auf dem Rand. Tick-Fehler? Sieht man sehr selten. Da war nicht genug Handgelenk bei. Lahm. Schlechte, schlechte Technik von Laura. Mann. Komm, 4-5. 14-15. Wie du willst. Spielen Sie. Ah, flutscht Nora durch die Finger. Also, sie war da. Super spannend, hat man vielleicht übers Netz mitgehört. Die Annahme von Paul war so gut, dass er Laura gesagt hat, wie du willst. Also, er hat ihr quasi freigestellt, auch nicht on two zu spielen, weil er selber gesehen hat, wie gut seine Annahme war. Und dann hat Laura aber gesettet. Finde ich auch geil. In-game einfach mal zu sagen: Ja, meine Angabe ist so gut. Du könntest auch 2 machen, wie du willst. Übertrieben witzig. Oh. Der war clean aus meiner Sicht. Laura sagt auch clean. Hit on two. Raschen viele Hit und Twos auf dem Level, oder? Von den Damen auch vor allem, ne? Die Männer setten. Aber Laura und Nora. Nora ist da, komm on. Komm on, machen. Nein! Nochmal, der Touch ist nicht ernst. Komm mal, jetzt aber. Geil! Nice! Boah. Mit dem Klatschen. Ja! Da kannst du schreien. Alter, sie bringt. Alter, das ist. Weiß. Matti um das Set rum, den. Der ist natürlich extrem geil, auch noch flach. Und da sieht man auch natürlich danach die Immune Motions. Oh, Gänse. Und Timeout.
ja. Von Paolo und Laura. Ja, finde ich auch gut. Ausgleich. Und da jetzt fängt es vielleicht auch mal bei Paolo und Laura an im Kopf. Oder? Fragezeichen. Alter, Nora wirklich mit der letzten Kraft derselben. Also die hat wirklich gerade, weil die ist einmal bis Düsseldorf, wir sind hier in Kiel, bis Flensburg gelaufen, danke. Oder Lübeck. Lübeck gelaufen, dann wieder zurück, dann den hinten nicht hinbekommen, dann aber nochmal den Touch gehabt und dann gefinisht. Also Wahnsinn. Wahnsinnig gut. Hart gekämpft für den Punkt, richtig. Jetzt haben wir einen Ausgleich, Basti. Sehr stark. Was geht jetzt in den Köpfen von Paul und Laura vor? Kriegen Matti und Nora jetzt das Momentum, dass sie das Ding nach Hause bringen? Wir machen kurze Umfrage im Chat. Sehr gut, Philipp Kessel in der Regie hat mitgedacht. Eins, wenn ihr denkt, Triple X holt das dennoch und es geht in zwei Sätzen durch. Oder zwei, für Matti und Nora, übernehmen jetzt das Momentum, ziehen vorbei und holen sich den zweiten Satz. Bin gespannt. Die Leute haben schon Angst um ihre Coins. Also spricht für Matti und Nora. Ja, ich sehe schon. Abi sagt, ein bisschen Angst um meine Coins. Die Quote ist noch viele Einsen. Ihr glaubt immer noch nicht dran, ne? Wie viel? Alexa immer noch bei 21,18. Hält dran fest. Ja, gut, jetzt. Ja, guck mal, da kommen die zwei noch rein. Die Leute glauben jetzt an das Momentum, an den Momentum-Switch. Mir ist es völlig egal. Ja, ist egal. Die gucken zu uns, die wissen, glaube ich, nicht, wo sie standen. Don't know as well. Ich ehrlicherweise auch nicht. Die sind auch während der Rallye, waren ja auch 48 Positionswechsel, dass ich keine Ahnung mehr habe, wo es begonnen hat. Chef-Observerin Tina, klärt das mal einmal kurz. Glaube ich richtig. Ja, das sieht gut aus. Gucken, ob die Auszeit was bringt. Alex Müller aus Berlin haben wir jetzt auch am Wochenende schon ein paar Mal thematisiert. Er hält da gar nichts von. Er meint, das ist wissenschaftlich nicht bewiesen und dementsprechend Humbug. Was denn? Dass Auszeiten was bringen. Naja, wir schauen mal. Natürlich schwierig, da eine wissenschaftliche Studie draus zu bringen, aber... ist eigentlich so ehrlich simpel, oder? Passiert aber was in den Köpfen natürlich. Ne? Man beschäftigt sich... Man arbeitet an seinem Mindset, wenn man natürlich positiv ist, dann kriegt man vielleicht nochmal positiv was rein. Wenn man dazu tendiert, was zu überdenken, dann hat man dafür viel Zeit in der Auszeit. Ja, ich glaube, das ist so ein klassisches Ding, wo so eine Scheinwissenschaftlichkeit ist, oder wo Leute denken, nein, das bringt auf jeden Fall was, es aber durchaus sein kann, dass es statistisch eben nichts bringt, also quasi wenn man nur die harten Fakten anguckt, weil man ja durchaus vergleichen kann, Spielstand vor der Auszeit, Spielstand nach der Auszeit oder Punkteverteilung und wenn man irgendwie über die Datenmenge halt rausfindet, dass es im Grunde genommen das gleiche ist, wie es vorher war. Aber diese Emotionalität, diese objektive, subjektive Wahrnehmung, die ist ja trotzdem halt da, ne? Das ist, glaube ich, klar. Guter Call von Menu, Timeouts sind für Joints. Kein Drogenkonsum und Hit on Two und auch noch ein schöner Abroller. Herrlich. Das ist schön. Beide DM und Paul und ich beide krank, haben jeden Satz eine Auszeit genommen, um zu atmen. Das ist natürlich auch. Ja. Du bist richtig. Dr. Beff sagt, genau wie Statistik, wer nach 1-1 Sätzen den dritten Satz holt, ist auch statistisch nicht signifikant. Auch wenn man immer denkt, das wäre so. Naja. 17-17 Crunch-Time, Junge, Crunch-Time. Oh, den hätte ich so gern gesehen, dass er vorne reingeht. Wir haben auch eine gute Balldame, die heute sehr, sehr motiviert ist, immer die Bälle zu holen. Ja, das war toll. Bin auch schon mehrfach in den Genuss gekommen. Ja, ernsthaft? Na, toll. Oh, zweimal auf die gleiche Stelle vorne am Rim. Schade. So. Jetzt wieder Paul. Ja. 18-17, Aufgabe jetzt für Nora, Receive und Sideout. Damit Alexa recht hat, müssen jetzt drei Punkte für Triple X, einer für Nora. Jetzt ist auf dem Rim, wird gespielt. Das Set ist ein bisschen offen und Paul kann da schnell hin. Ja, Matti sagt es auch. Ja. Das Set war leider zu einseitig. Man hat zu früh gesehen, dass es auf den Open-Schlag geht. Und da ist Paulchen halt einfach zu clever. Ist Paulchen zu clever, um das dann einfach nicht zu sehen, sondern stellt sich dahin und steht dann da. Noch 3 Minuten Zeit. Ihr habt noch 3 Minuten Zeit, eure Donations reinzupfeffern für eine schnelle Brille. Ausrufezeichen Giveaway. Bevor wir hier in den Matchball gehen, gleich vielleicht. Paul auch mit dem Reverse, aber Matti ist da. 19-18. So, jetzt nochmal Time to Shine. Nora auf Laura. Aber spielen ohne Hardcap, oder? Wahrscheinlich. Hardcap 25, stimmt sich ich. Wir haben doch keine Zeit. So, come on. Jetzt das Break holen wäre wichtig. Guter Surf. Und Laura bringt ihn durch.
Ah, der war Surfer gut, der Receiver aber auch echt stark. Und dann bringt Laura durch. Heißt jetzt Laura zum Matchgewinn gegen Nora. Um 20:18 oder 21:18. Alexa wünscht sich jetzt natürlich einen Ass, würde ich vermuten. Damit ihr Call aufgeht. Und der Reverse-Versuch. Ja. Sagt sie, haut nochmal einen Reverse. Ja, kann jetzt nur gewinnen. Also, selbst wenn ein Doppelfehler schickt, alles gut. Alexa schreibt jetzt ein Ass. Glaube ich, dass sie das gern hätte. Ja. Ass ist nicht. Also. Oh ja, und schon wieder das Offset von Matti. Tatsächlich, es war genau der gleiche. Schon wieder zu sehr auf einer Seite. Das war's. Alexa behält recht. Raus an Alexa an der Stelle. Triple X gewinnen das Masters in Kiel 21:13, 21:18 im Finale gegen Matti und Nora. Erwartbar? Fragezeichen? Durchaus. Also ich glaube, die wenigsten Leute hätten jemand anders an dieser Position gesehen. Philipp geht sie, glaube ich, auch die Sieger holen für ein kurzes Interview. Genau, wir schauen, dass wir noch das Interview reinbekommen. Ist auf jeden Fall erwartbar gewesen, wenn man sich alleine den RGX anguckt. Die beiden Erstplatzierten in der jeweiligen Kategorie des RGX, dementsprechend auch teamtechnisch das bestmögliche objektiv, bestmögliche oder statistisch gesehen bestmögliche Team, das man haben kann, hat sich jetzt durchgesetzt. Wenig überraschend, ehrlicherweise, im zweiten ein bisschen knapper als im ersten. Das fand ich eigentlich ganz cool, dass jetzt der erste nicht so das gesetzt hat für den zweiten auch. Ja, und jetzt aber dann relativ souverän durchgesetzt. Damit auch beide Turniere gewonnen. Also, ja. Haben auch Platz 3 schon vorbei im Hintergrund. Wir wissen aber nicht, wer. Platz 3 ist vorbei. Schauen wir gleich mal. Ja, gut. Ganz komisch, euch mit Parrots Düsseldorf aufklebern zu sehen. Represent. Da gab es auch schon ein paar Leute im Chat, die das sehr gefeiert haben. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, wir haben ein paar Fragen im Chat. Die erste ist es für die beiden jetzt nicht langweilig? Nein, es bringt so viel Spaß, gerade mit Paul zusammen, deswegen langweilig nie. Plus eins, auch so. Nein, das ist ja schön, viele Turniere zu spielen und wenn wir gut zusammen spielen, macht es noch mehr Spaß und das haben wir gemacht. Ja. Das stimmt. Erster Satz war relativ deutlich. Hättet ihr das so deutlich erwartet? Nee, ich nicht. Dann auch nicht. Okay. Hast du auch eine eigene Meinung, Paul? Nein. Okay. Das war, ich weiß nicht, wie der Score war. 13. 13. Hat halt viel geklappt. Ja. Was im zweiten Satz dann vielleicht nicht mehr so gut geklappt hat oder was wir nicht so gut oder die anderen besser oder beides gemacht haben. Was genau? Nimm uns mit. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir waren generell im ersten Satz ein bisschen fokussierter, ein bisschen energetischer und haben dadurch auch ein bisschen vielleicht mehr Serves getroffen, weil wir da ein bisschen mehr am Kopf da waren. Ist halt nach so einem deutlichen ersten Satz immer schwierig, vielleicht ist dann genau auf dem gleichen Level zu halten. Und die GegnerInnen sind dann vielleicht umso motivierter zu zeigen, nein, nicht nochmal zu 13. Nachvollziehbar. Ja, wir haben noch ein paar andere Fragen. Ich muss gucken, welche die coolste ist. Wo ist deine Mixed-Hose? Bitte? Frag, du hast deine Mixed-Hose. Du hast sonst immer eine andere Hose an, wo die Dinger so rausbaumeln. Das ist so korrekt. Ich habe normal immer die blaue an. Die hatte heute die Jessie an. Sie hatte keine Plus. Laura findet es immer gut, wenn ich kürzere Hosen trage, bei denen man mehr Beine sieht. Ja, und dann hat sehr schöne Beine. Dann hat Laura mir... Da hat Laura mir heute ihre Hose geliehen und Jessie brauchte eine und dann habe ich ihr meine gegeben. Ende der Geschichte. Okay, das ist eine sehr überraschend lange und detaillierte Erklärung dafür, dass ihr einfach sagt, das habe ich gestern schon getragen. Hatte alles. Die ziehe ich ja nicht samstags an. Das ist ja meine Mix-Hose. Ach, das ist wirklich die Mix-Hose. Ich habe wirklich samstags meine schwarze. Ich habe gestern da gespielt. Lecker. Ah, okay, crazy, crazy. Was haben wir sonst noch für Fragen? Die vielleicht noch? Willst du die stellen? Ich würde die zweite, glaube ich, nehmen. Was war aus eurer Sicht die größte Stärke eurer GegnerInnen? Oft nicht gut, über das andere Team reden, super. Was haben Matti und Nora gut gemacht gegen euch? Vor allem im zweiten Satz. Ich fand Receive sehr gut. Ich glaube, die kennen uns beide mittlerweile sehr gut. Matti, Paul sowieso. Nora auch, sehr gute Receiverin. Hat sie jetzt wirklich sehr gut gemacht. Ich glaube, das war sicher eine große Stärke. Ja. Ja. Und Defense, also ich denke, beide sind bekannt als gute Defense-Spieler. Matti, Nora, ja. Viele Touches. War schön war anzusehen. Viele, ja. Also ja, viele. Schön zum Anziehen, aber aus eurer Sicht. Ja, okay. Aber das haben sie, denke ich, gut gemacht. Haben sich halt vielleicht ein bisschen an unsere Hits angepasst.
Ja, das stimmt. Vielleicht ich habe noch eine letzte. Du hast noch eine letzte? Ja. Zwei letzte sogar. Ja. Habt ihr kurz gebankt, dass es einen dritten Satz gibt? Jo, bei 16-16, glaube ich, habt ihr auch das Timeout genommen? Nee, die anderen haben das Timeout genommen. Ach, die anderen sogar? Ah. Ach so, nach diesem langen Ballwechsel jetzt zum 16-16, vielleicht haben die das Timeout genommen? Ich dachte, kurz durchatmen. Okay. Aber was ist da, habt ihr da tatsächlich dann mal so das erste Mal so ein Fünkchen gedacht, so, vielleicht doch kein Zweisatz-Sieg? Ich nicht. Soll jetzt nicht überheblich klingen, aber nein. Aber auch, ja, mit Paul, der gibt einem sehr viel Sicherheit. Das kommt man nicht so leicht ins Nachdenken. Ja, spannend. Das ist vielleicht auch dieses Selbstbewusstsein, das ihr habt, das sich dann auch eben genau in dem Moment durchsetzt. Dass bei, selbst bei 16-16 dann trotzdem irgendwie nie das Gefühl von außen auch aufkommt, okay, jetzt kommt ihr richtig in Probleme. Das ist irgendwie viel spannend. Ja, war ein Kompliment. Ja. Danke. Gut, was sind die nächsten Turniere, nächsten Ziele? Hier nächste Woche Basel. Heute letzter Tag, um anzumelden. Meldet euch an, Leute, wenn ihr im Chat seid. Ja. Dann? Bei mir in zwei Wochen DM in Hamburg. DM in Hamburg. Grüße geht raus an Hamburg. In drei Wochen. In drei Wochen, das ist mein nächstes. Wien bin ich nicht. Wien. Ist er nicht. Also Laura spielt mal wieder jedes Wochenende. Ja, und dann EM. Dann nehme ich mal an. Ja. Laura spielt EM. Ich spiele EM. Ja. Schlechte Nachrichten für Deutschland an der Stelle. Wäre natürlich schön gewesen, dann Nein zu hören, aber gut. Sieht euch an. Ja. Habt ihr schon alles nominiert? Habt ihr schon alles nominiert in der Schweiz? Nee. Okay, na spannend. Das wird. Sneak Peaks hier? Nein. Ah, die will sich nicht zu tief in die Karten schauen lassen. Ach, wir wissen einfach noch nicht. Sagen. Ja, danke, dass du das nochmal betont hast. Gut, Alexa schreibt, ihr seid toll. Auch so. Alexa, du auch. Ja, Grüße und gute Siegerehrung, gute Heimfahrt. Wir sehen uns dann in 2-3 Wochen, 4-5 Wochen irgendwann. Grüße gehen raus. Wollt ihr noch was sagen? Wen grüßen? Du Dank an uns Streams an. Ja, vielen Dank fürs Kommentieren, fürs Streamen, fürs Aufbauen, fürs Früh hier sein. Ja, gerne. Ja. Cool. Und endlich hier, es geht los mit Sponsoren. Leute, wenn ihr den Stream schaut, unterstützt Roundhead Germany, es geht los. Es steckt viel in dieser Sportart. Sehr gut. Seid von Anfang an dabei. Ja, geil. Cool. Dann danke euch. Tschüssi, gute Nacht. Ciao, ciao. Gute Nacht. Gute Nacht.